Alles klar. Siebenmal in einem Turnier und fünf oder sechsmal hintereinander gegen Battleby. Was ist da falsch, Supercell? Was ist da falsch? Hey Leute, was geht? Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Clash Royale. Und ja, wir kämpfen gerade gegen Battleby, so wie die fünfmal davor auch schon, Leute. Es ist so unnormal. Es ist ein Turnier mit irgendwie 30 Leuten und ich kämpfe nur gegen Battleby, Leute. Das ist so unnormal. Es ist wirklich so unnormal. Und ja, Leute, ihr seht es ja auch gerade. Ich spiele gerade schon wieder gegen ihn. Und ja, ich habe jetzt erstmal meinen Eismeier gesetzt zur Abwehr. Und dann gehen wir direkt in den Push über. Prank ihn natürlich und mal sehen, ob das was wird. Ja, Leute, es wird sogar was und er verkackt's. Und jetzt rennt leider der eine Goblin an den Tower. Das ist natürlich nicht so toll. Trotzdem bekommt der Tower schon ordentlich Schaden. Mal sehen, ob wir das gewinnen können. Er spielt jetzt hier ein Golem-Deck. Ja, davor hat er immer Lava-Hund gespielt, um meinen. Ja, genau. Jetzt benutzt er halt das Golem-Deck, um ein Riesenskelett wahrscheinlich abzuwehren. Schafft er auch ganz gut schon, Leute. Und ihr seht schon, das Turnier geht noch 20 Minuten. Und die 20 Minuten werde ich jetzt natürlich auch das Video machen. Ist natürlich ein bisschen kürzer, weil ich jetzt immer wieder was rausschneiden werde. So, Leute. Prince ist am Start. Boom. Geil. Zack, Kampfholz. Sollte eigentlich alles gut wegmachen. So. Sehr schön. So, Prince macht jetzt vielleicht sogar noch gleich einen Hit auf den Tower. Ja, macht sie sogar noch und jetzt den Eismagier setzen. Gut, das auf jeden Fall gut verteidigt. Zack, und jetzt mussten wir die Lakaienhorde setzen. Jetzt macht der Mini-Packer leider noch einen Hit. Okay, gut. Jetzt irgendwie pushen hier vielleicht mit dem Goblin Barrel und dann, ja, okay, wehrt er gut ab. Er hat die Fire Spirits am Start. Die sind natürlich immer ein bisschen blöd. Aber okay, jetzt müssen wir über Bahn hier ein bisschen weiter an die Seite setzen. So, gut. Der Push sollte eigentlich abgewehrt sein. Ich denke mal, der Mega-Lakai wird jetzt gleich noch 2-3 Hits an den Tower machen. Ich glaube aber, er hat 2. Ja, Leute, perfekt. 2 Hits macht er und das geht eigentlich noch vom Schaden her. Wir sind ungefähr gleich auf, nur dass er die ganze Zeit den Golem setzt. Das ist natürlich ein Nachteil dann für mich. Naja, gut. Jetzt setzt er seinen Kampfholz. Okay, jetzt ist Riesenskelett. Jetzt die Lakaien für den Mega-Lakai. Die Lakaien-Horde meine ich natürlich. Zack, er setzt die Fire Spirits zur Abwehr. Okay, ja. Mein Tower hat trotzdem nicht mehr so viel Leben. Da muss ich dann auf jeden Fall gleich mal aufpassen. So, boom. Bombe geht hoch. Und jetzt die Princess direkt mal setzen. Sehr schön. Er setzt wieder den Golem, Leute. Und mein Tower bekommt halt immer mehr Hits. Und sein Tower bekommt halt eigentlich immer weniger Hits. Deswegen denke ich auf jeden Fall, dass wir das Spiel verlieren werden. Er setzt halt die ganze Zeit den Golem hin und das ist natürlich extrem nervig. Ja, jetzt gehen alles natürlich down. An der Stelle hätte ich vielleicht gerade lieber über Bahn setzen sollen. Obwohl, nee, habe ich eigentlich ganz gut gemacht. Ja, es geht ja eigentlich noch. Die machen jetzt nicht allzu viel Hits. Er wird jetzt wahrscheinlich gleich wieder einen Golem setzen. Nee, Kampfholz setzt er, okay. Dann können wir jetzt vielleicht mal irgendwas pushen. Ja, er setzt wieder den Golem. Das ist natürlich brutal nervig. Ja, mal sehen. Jetzt wieder das Riesenskelett zur Abwehr und dann gleich natürlich die Minion-Horde hinterher. Mal sehen, was er dann macht. Jetzt geht natürlich die ganze Minion-Horde drauf und ich habe nicht so viel Elixier. Oh, okay, jetzt wieder das Kampfholz setzen. Ja gut, so könnten wir das natürlich über die Zeit schaukeln. Nur er hat sein Kampfholz und alles. Und dann kriegt er natürlich mein Tower gleich down. Ein Kampfholz noch und eine Partie Zap und dann ist mein Tower auch schon down, leider. Gut, kann man nicht ändern. Habe ich leider jetzt das fünfte Spiel hintereinander gegen ihn verloren. Also die, ich habe drei, glaube zwei gewonnen und drei verloren insgesamt. Und er spielt halt wirklich immer ein Anti-Deck, weil er weiß, dass er gegen mich spielt. Und ja, der Mega-Lakai geht jetzt hier auch gleich down. Aber es bringt sowieso nichts, da er jetzt gerade mein Tower weggesappt, Leute. Ja, ist okay. Ich meine, jetzt gibt es ja nur minus 37. Das ist ja eigentlich voll wenig, ne? Nein, Spaß, Leute. Ja. Auf jeden Fall springen wir direkt mal in den nächsten Fight rein. Wir sind immer noch Erster, das ist auf jeden Fall gut für uns. Jo. Und Leute, ganz kurz, jetzt zeige ich euch mal hier die Rangliste. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal gegen ihn gespielt. Und ja, jetzt hat er das erste Mal den Golem reingenommen, weil wir halt die ganze Zeit gegeneinander spielen. Und ja, da ist es natürlich ein Vorteil für ihn. Mal sehen, wen wir jetzt kriegen, Leute. Mal sehen, mal sehen. Mal sehen. Ah, wir kriegen...
Zebra-Reiter. Okay, wir kriegen einen Zebra-Reiter mit 70 Pokal. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall gewinnen. Sonst gibt sie da ziemlich viel Minus. Ja, Maismaria und jetzt direkt mal die Pfeile drauf. Jo, perfekt. Sehr schön. Okay, dann können wir jetzt vielleicht gleich die Princess setzen. Wenn der Maismaria vielleicht gestorben ist, setzen wir gleich die Princess hinterher. Jo, das machen wir jetzt auch mal. Boom. Perfekt. Perfekt. Die Princess macht auf jeden Fall schon mal ziemlich viel Schaden und holt die Goblins und die Spear-Goblins auch weg. Das ist auf jeden Fall schon wieder super. Und ja, Leute, jetzt haben wir den klaren Nachteil. Er zappt jetzt hier gerade meine Goblins weg. Und dann haben wir natürlich gerade den Ultra-Nachteil, weil der Schweinereiter macht natürlich super viel Hits. Und ja, mal sehen. Ja, Eismagier räumt immerhin noch die Spear-Goblins weg. Ja. Mal sehen. Okay, er hat gesagt, das heißt, wir könnten jetzt theoretisch vielleicht mal mit der Lakaienhorde pushen. Aber jetzt kommt zuerst mal der Miner, da setzen wir natürlich Lakaienhorde, zack. Der Feuerball kommt jetzt hier ein bisschen zu spät, meiner Meinung nach. Naja, jetzt können wir vielleicht gleich mal die Barbaren hier setzen, der hat keinen Feuerball. Und jetzt wird er wahrscheinlich gleich die Lakaien setzen. Das heißt, wir behalten die Pfeile bereit und hauen direkt mal die Pfeile drauf. Boom, sehr schön. Spear Goblins kommen. Gut, der eine Baba wird jetzt sogar noch vielleicht 2-3 Hits machen. Zack, und der andere macht auch noch einen Hit. Ja, sehr nice. Perfekt, Leute. Wir haben sogar so viel Schaden gemacht. Wir haben einfach schon ein Drittel oder so weg oder mehr als ein Drittel. Das ist auf jeden Fall ein klarer Vorteil. Gut, er setzt gegen die Princess jetzt erstmal den Tunnelgräber. Da setzen wir natürlich den Eismagier geben. Perfekt, Leute. Und 3 Sekunden startet die Double Elixir Time. Zuerst mal hier verteidigen. Zack. Wenn er schlau wäre, hätte er jetzt den Feuerball direkt drauf geworfen. Hat er aber nicht gemacht. Das heißt, er hat noch den Feuerball am Start. Da muss ich auf jeden Fall gleich achtsam sein, dass ich das nicht vergesse. Ich denke mal, dass wir ihn jetzt vielleicht gleich mal pranken können. Und ja, mal sehen, was er da setzt. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Jetzt die Princess hier hinsetzen. Boom, Leute. Er selbst verkackt natürlich. Er setzt natürlich die Goblins dagegen. 2 Goblins überleben, glaube ich, Leute. Oder? Ja, 2 Goblins überlegen und die machen auch ordentlich Schaden, Leute. Zack, jetzt den Eismagier hin. Das da. Er Schweinereiter wird jetzt wahrscheinlich keinen Hit machen. Perfekt, Leute. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Boom. Goblin Barrel Princess. Okay, mal sehen, ob der Tower down geht. Nein, der Tower geht noch nicht down. Oder? Nein, der Tower geht noch nicht down. Aber dafür haben wir den klaren Vorteil. Er wird jetzt, glaube ich, gleich mit dem Schweinereiter pushen. Oder mit dem Miner, denn mit dem Miner macht er jetzt gerade auch den Push. Vielleicht jetzt gleich der Schweinereiter, bin ich gespannt. Okay, die Spear Goblins waren jetzt ein bisschen unnötig. Feuerball war nicht schlecht von ihm. Allerdings können wir jetzt hier wunderbar pushen mit unserer Lakaienhorde und alles. Und er ist jetzt vielleicht verwirrt und ja, Leute, das sollte jetzt der Sieg sein. Sehr schön. Easy Win, sehr schön. Perfekt, Leute. Damit sollten wir jetzt vielleicht sogar wieder Erster sein. Mal sehen. Nee, oder? Ne, 2. Battle Beast natürlich vor uns. Ich kann jetzt 100% wetten, dass wir direkt mal wieder gegen ihn spielen, Leute. Mal sehen. Ja, Leute, die Suche hat jetzt extrem lange gedauert. Ilol, jetzt geht's auf einmal sofort. Ja, alles klar. 7-mal in einem Turnier und 5 oder 6-mal hintereinander gegen Battle Beast. Was ist da falsch, Supercell? Was ist da falsch? Oh mein Gott, Leute. Wenn ihr das schon mal hattet, dann schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Er hat jetzt auf jeden Fall gesappt, das heißt, wir können jetzt vielleicht pushen. Mal sehen. Mal sehen. Ja, unsere Lakaienhorde haben wir natürlich jetzt gleich auch am Start. Ja, das sollte auf jeden Fall passen. Jetzt die Lakaienhorde muss so gesetzt werden, dass sie auf den Megalakai geht. Das machen die natürlich jetzt auch. 3 Lakaien gehen auf den Megalakai und damit ist der Push natürlich wieder gut abgewehrt. Er setzt keine Pfeile oder ähnliches und dadurch führen wir natürlich jetzt hier ganz klar von dem Push her. Und ja, er hat den Feuerball dabei. Das ist natürlich jetzt gerade traurig gewesen, dass wir da nicht so gut durchkommen. Aber die Lakaien, die machen doch schon ordentlich Schaden. Das hätte ich nicht so erwartet. Ja. Zack. Okay, Leute. Jetzt, vielleicht können wir gleich was Riesenskelett setzen. Das ist natürlich jetzt nicht so gut, das Startdeck. Was heißt Startdeck? Aber das Deck geht's gerade nicht so gut, weil die Barbaren brauche ich eigentlich immer zur Verteidigung. Und deswegen ist das jetzt ein bisschen blöd. Gut. Riesenskelett gegen Lavahund ist auf jeden Fall immer ganz gut, weil dann geht nämlich sowas wie der Megalakai immer aufs Riesenskelett und wird dann von der Bombe immer erfasst. Und dadurch, wird meine Lakaienhorde so ein bisschen geschützt.
die ich genau jetzt setzen werde. Ja, passt auf jeden Fall. Inferno Dragon kommt. Gleich setzen wir die Pfeile drauf. Genau jetzt. Perfekt, Leute. Zwei Dinger habe ich, zwei Lava Puppies habe ich übersehen. Gut, der Tower geht jetzt natürlich auf die Lava Puppies. Das ist natürlich ein Vorteil für uns jetzt. Ja, ersetzt den Eisgeist, Kampfholz dagegen. Passt auf jeden Fall. Ja. Sehr schön. Okay. Dann kommt jetzt das Riesenskeletten. Passt auf jeden Fall. Riesenskeletten kommt. Boom. Und dann das Goblin Baron. Mal sehen, ob er es bemerkt, dass wir ihn pranken. Ja, Kampfholz wird natürlich ganz schlecht gespielt von ihm. Natürlich haut er jetzt den Sepp drauf. Aber er hat zu wenig Elixier, um das hier zu verteidigen. Und wir haben wieder die Minion-Horde am Start. Das sollte auf jeden Fall jetzt gut verteidigt sein. Mal sehen. Ja, Leute, das ist auf jeden Fall gut. Jetzt Princess und Pfeile gegen alles. Ja, perfekt, Leute. Den Tower haben wir auf jeden Fall. Und jetzt spielen wir einfach nur noch auf Verteidigung. Er setzt den Feuerball und alles ist down. Aber ist auch egal, Leute. Ich pushe jetzt einfach einmal noch. Und zuerst mal setze ich das Riesenskelett hier so ein bisschen weiter hinten. Bisschen als Verteidigung. Und ja, er setzt den Inferno Dragon. Das ist natürlich jetzt eigentlich ein bisschen sinnlos, weil das Riesenskeletten kommt immer an Tower gegen Inferno Dragon. Das könnt ihr euch auf jeden Fall mal merken, wenn ihr mein Deck spielt. Ja, dann pusht er oder versucht er gerade zu pushen. 5 Sekunden noch, er hat keine Chance mehr zu gewinnen. Und damit haben wir wieder gewonnen. Sollten vielleicht Erster sein, mal sehen. 35 Pokale plus. Sehr schön. Erster Platz, Leute. Sehr schön. Mal sehen, ob wir das Turnier gewinnen. Das wäre auf jeden Fall gut. 25 Karten sind ja nie so schlecht. Ja. Mal sehen, mal sehen. Wir spielen wieder gegen Battlebee. Was eine Überraschung, Leute. Zum 8. Mal jetzt in dem ganzen Turnier. Und zum 6. Mal oder... Ja, doch, zum 6. Mal, glaube ich, hintereinander. Ja. Danke, Supercell. Danke, danke. Vielen Dank auf jeden Fall. Sehr schön. Nicht sehr schön, aber ja, jetzt spielt er wieder sein Golem-Deck. Da kann ich natürlich wieder gleich einpacken. Das bringt dann nämlich gar nichts, weil ja, Golem ist einfach kacke gegen mein Deck. Der schiebt dann immer wunderbares Riesenskeletten wieder zurück und sein Mini-Packer macht natürlich auch wieder super viel Schaden, aber da haben wir das Riesenskeletten gerade mal parat. Das ist auf jeden Fall gut. Lakaien oder 3 Lakaien gehen down. Das habe ich mir schon so gedacht. Ist ja leider so, dass der Golem mittlerweile auch Luftdrucken kaputt macht. Ja, ist auf jeden Fall schade. Er selbst und ja, mal sehen, wie viel Schaden wir machen. Ein bisschen Schaden machen wir auf jeden Fall. Ja, nicht allzu viel, aber ein bisschen ist auf jeden Fall okay, Leute. Zack. Okay. Zuerst mal ein bisschen Elixier sammeln. Danach fangen wir vielleicht mal mit der Princess an hier gegen den Grabstein. Ja, Eismark ist auch mal ganz gut gegen Grabstein, gegen Level 8 Skelette. Die One-Shotet er nämlich. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. So, er hat auch nur einen Level 6er Grabstein. Den können wir natürlich jetzt direkt hier schön mit dem Kampfholz down holen. Jetzt die Barbaren hier zu, ob wir mal sehen, ob wir da gegen ihn vielleicht eine Chance diesmal haben. Ja, Riesenskeletten jetzt wieder zur Abwehr. Ist halt immer dasselbe Spielchen. Und Leute, ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal kurz einen Cut rein und dann sehen wir uns am Ende des Spieles. So, Leute, mein Tower hat jetzt noch 174 Leben. Es sieht nicht gut aus. Vor allen Dingen ist es das Entscheidungsmatch, wer hier den Turniersieg holt. Und ich glaube, Leute, es sieht echt nicht gut aus. Er muss jetzt hier nur noch ein Kampfholz drauf holen. Er setzt die ganze Zeit den Golem, wenn ich pushen will. Und das ist natürlich übel sehr Nachteil für mich. Ja, jetzt kommen die Fire Spirits und Leute, damit ist mein Tower jetzt down. Er zappt jetzt wahrscheinlich gleich in 5, 4, 3, 2, 1. 2 HP. Boom, Leute. Tower ist down. Verliere ich jetzt leider. Ist bisschen blöd, aber ich denke mal 15 Karten sind auch okay. Minus 30 und bin ich Zweiter? Ja, Leute, ich bin Zweiter. Ist natürlich jetzt ein bisschen traurig gewesen. Es war jetzt gerade das Entscheidungsspiel. Ich würde sagen, ich warte jetzt hier nochmal die auf die Truhe und dann mache ich kurz mal einen Cut rein, Leute. So, Leute, die letzten Spiele sollten jetzt gleich zu Ende sein. Ja, da ist auch schon die Truhe. Mal sehen, was drin ist. Eine, ja, ja, lol. Vielleicht kriegen wir jetzt eine epische. Okay, ja, da habe ich, glaube ich, gerade nicht richtig mitgesehen. Auf jeden Fall, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch auf jeden Fall mal eine gute Bewertung da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, ja, demnächst zu einer neuen Folge Clash Royale. Und ja, Leute, bis dann. Ciao.